Sie sind hier, 19. Januar 2019, 13.04 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Lilly Holunder ist seit 2 Jahren mit René Adler verheiratet. Urheberrecht Getty Images. Lilly Holunder geht mit ihrem Status als Spielerfrau selbstironisch um. Das Verhalten einiger Kolleginnen stößt der Ehepartnerin von René Adler sauer auf. Sie bezeichnet sich selbstironisch als professionelle Spielerfrau. Jetzt hat Lilly Holunder zu einer Generalabrechnung mit anderen Vertreterinnen ihrer Zunft ausgeholt. Die Ehefrau von René Adler kritisierte vor allem das Social-Media-Verhalten von Spielerfrauen, die als InfluencerInnen mit ihren Posts Geld verdienen. Ich weiß, dass die dafür bezahlt werden oder dafür bezahlt werden wollen. Aber wenn man 40 Mal im Monat seine 3000 Euro Handtasche fotografiert und sie allen unter die Nase reibt, dann frag ich mich, haben wir sie alle noch? Wie oberflächlich wird das Land noch? Da müssen wir mal auf die Bremse treten, sagte die 32-Jährige in einem Bild-Interview. Holunder von Handtaschenbildern gelangweilt, sie hoffe, dass es irgendwann uncool wird, die 100 Chanel-Handtasche neben dem Cappuccino zu fotografieren. Ich finde es einfach langweilig, ein wenig mehr Demut würde uns allen gut tun, ergänzte Holunder. Die Schauspielerin und Bloggerin ist seit 2 Jahren mit dem früheren HSV-Torhüter Adler verheiratet. Schon damals habe sie sich über andere Spielerfrauen gewundert. Beim HSV gingen die Frauen alle mit High Heels ins Stadion, da war ich schon überrascht. Ich habe mir gedacht, wenn ich so die steilen Treppen laufe, falle ich zu 1000% runter, sagte Holunder. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.